Oh, hallo. Dieser Vlog beginnt tatsächlich anders als die anderen Vlogs. Was eigentlich daran liegt, dass die Carmen es jetzt nicht weiß, dass es diesen Vlog geben wird. Nämlich, heute ist Freitag. 2 Tage vor Carmens Geburtstag. 2 Tage vor dem Tag, auf den Carmen wahrscheinlich schon sehr, sehr lange gewartet hat. Aber fangen wir hinten an. Ich glaube, jetzt ein paar Wochen plane ich diesen Tag, weil es soll der beste Geburtstag aller Zeiten werden. Und ich versuche dafür, alles so zu legen, dass Carmen glaubt, es wird der schlechteste Geburtstag aller Zeiten. Während ihr wahrscheinlich, wenn ihr Carmen folgt, inzwischen oder wisst, was passiert ist, aber Carmen denkt heute, dass sie nach Berlin fliegt morgen, zu einem Event mit Maybelline. Aber es gibt kein Event. Morgen um 13 Uhr geht der Flieger nach Katowice, in Carmens Heimat. Da, wo Carmen, ich glaube, schon sehr, sehr lange nicht mehr war, dabei sein wird Anna und ihre beste Freundin Alina, also ihre 2 besten Freundinnen. Eigentlich schon mal alles perfekt für einen guten Geburtstag. Damit das irgendwie auch noch cooler wird, habe ich mir überlegt, was könnten wir noch machen? Und wer mich kennt, weiß, dass ich hasse, Fotos zu machen. Also werden wir am Sonntag, an ihrem Geburtstag, von Katowice nach Krakau und dort werden wir Fotos machen. Den ganzen Tag Fotos machen. Bei den Fotos, die wir machen, werde ich Carmen, ihr könnt wahrscheinlich euch schon denken, die Frage aller Fragen stellen. Klingt eigentlich alles ziemlich verworren? Ist es auch. Denn damit das alles so möglich ist, musste ich schon vor 3 Wochen Carmens Vater darum bitten, mir den Segen zu geben. Auch das durfte natürlich nicht auffallen. Auch Carmens Mutter weiß inzwischen Bescheid. Eigentlich wissen inzwischen alle von Carmens Freunden Bescheid. Nur Carmen weiß nicht Bescheid. Und inzwischen leben wir diese Lüge alle zusammen seit, ja, intensiv seit dieser Woche wird es richtig krass. Weil es gibt weder das Event, noch darf Carmen merken, dass es Wohnungen in Krakau gebucht wurden, dass Mietwagen gebucht wurden, dass Flüge gebucht wurden. Und das größte Problem ist, Carmen glaubt, sie fliegt nur für einen Tag nach Berlin. Wir haben jetzt einen Koffer gepackt, wo die wichtigsten Sachen drin sind für Carmen. Die nehmen wir morgen mit und wir hoffen, dass alles gut geht, wenn Carmen morgen um 13 Uhr mit einem ganz normalen Handgepäckstück zum Flughafen fährt und glaubt, sie fliegt nach Berlin. Und ob das alles so gut klappt, das seht ihr jetzt. Wohin fliegen wir denn? Komm! Herzlich willkommen zu deinem Geburtstagswochenende. Nein, mein Herz! Schatzi! Es gibt kein Berlin, Schatz. Was denn? Komm mit! Ich wollte mich verarschen. Mein Herz! Schatz. Oh mein Gott, ich bin voll am Zittern. Komm. Nein. Schatz, heute ist Vorgeburtstag. Morgen ist Geburtstag. Es ist alles geplant. Wohin fliegen wir denn? Fliegen wir lange? Nein. Wir fliegen nicht lange. Ey, oh, da ist Anna. Oh, guck mal, kennst du den lila Koffer? Oh Gott. Wohin fliegen wir? Das kannst du ja mal gucken, Schatz. Wo geht denn um 13.45 Uhr in 13.35 Uhr Flieger hin? Wo geht er hin? Nach Polen? Wo geht? Nach Katowice? Nein, wie geil! Du wolltest nach Hause. Du wolltest deinen Geburtstag zu Hause feiern. Und deswegen fliegen wir. Wir sind bis Dienstag weg. Also Dienstagmorgen kommen wir wieder. Oh mein Gott, ich bin so zittern! Und da ist dein Koffer! Da ist dein Koffer. Ich hab gar nichts dabei. Doch, hast du. Ich hab doch. Keine Zahnpasta. Doch, hast du. Wir haben sogar Daniels, wir haben an alles gedacht. Gibt's kein Maybelline? Nein, das ist alles gefaked. Es gibt kein Maybelline, das Paket war gefaked, das war alles gefaked. Seit Wochen alles gelogen. Also Schatz, wir lassen jetzt mal in Ruhe, mit Ruhe das sammeln und wir sehen uns gleich nach dem Check-in wieder. Und dann kannst du erstmal sagen. Ich merke eigentlich alles, ne? Schatz, ich erzähle dir jetzt gleich mal genau, wie der Plan war und euch natürlich nachher auch. Na und? Schock verdaut? Ja. Herzlich willkommen in Polen! Ja, in Katowice! In Katowice, zurück zu Hause! Wir sind inzwischen angekommen in der Wohnung und Carmen sieht zum ersten Mal, was ich ihr quasi in den Koffer gepackt habe. Na? Bitte, was hat Niklas mir da in den Koffer gepackt?
Also, Orange ist zwar meine Lieblingsfarbe momentan, aber. Ich finde, es ist ein Top-Outfit. Der findet das super. Du guckst mal, was noch im Koffer ist, und ich zeig euch mal die Wohnung. Also ich würde sagen, wir schauen noch zu Ende und wir sehen uns erst morgen wieder. Denn morgen ist ja eigentlich dein Geburtstag. Eigentlich schon. Aber okay. Fühlt sich an, als wäre der heute. Dann warten wir ab und wir sehen uns morgen. Bis morgen. Ciao. I'm gonna be there for you. Oh, cause you will never give up me. Ich hab Geburtstag! Ich hab Geburtstag! Hallo! Könnte sein, dass heute dein Geburtstag ist? Kann ich jeden Tag Geburtstag haben? Du kannst jeden Tag Geburtstag haben. Und sonst? Hast du gut geschlafen? Nein, eigentlich gar nicht. Es war so unmöglich, was die Nachbarn hier gemacht haben. Wir haben eine Party gefeiert, als hätten die eine Hochzeit. Also. Als hätten die Geburtstag. Und ey, Leute, danke für diese Überraschungsparty. Ich freue mich jetzt schon. Wuhu! Boah, wie laut das ist. Und wir wohnen einfach in diesem Haus. Mega laut. Das ist wirklich jetzt eine Überraschungsparty für mich. Ja. Wir haben die Polizei gerufen um 5 Uhr nachts, weil nach 6 Stunden ging es nicht mehr. Nee, vor allem, weil die nur eine Playlist und die ist immer wieder durchgelaufen. Die Playlist war echt schlecht. Das war so laut. Ich bin echt kein Mensch, der so sich beschwert oder die Polizei ruft, aber. Naja. Und dann noch in Polen, ne? Naja. Aber wir hatten ja nicht nur mit den Nachbarn eine Überraschungsparty geplant, wir haben ja noch eine Überraschung für dich gehabt heute Morgen. Oh mein Gott, ja. Ihr seid bescheuert, seid ihr. Ich habe jetzt genug Überraschungen erlebt für die nächsten 5 Jahre oder so. Wir haben einen Überraschungsgast und der liegt im Wohnzimmer. Der Überraschungsgast, der liegt im Wohnzimmer. Ich habe so Angst rauszugehen. Ich war noch völlig übermüdet und dachte mir so, okay, wer kann das sein? Dann dachte ich, vielleicht ist meine Mama hier hingekommen. Und dann ist das die Mallory. Mallory ist nämlich meine Lieblingsfotografin und mitunter die Schwester von der Alina. Oh. Und sie ist extra für den einen Tag gekommen, damit wir coole Fotos machen können und meinen Geburtstag zelebrieren können. Richtig, richtig süß. Ich freue mich. Also nur Pierogi essen, das ist die letzte Überraschung, die du haben willst? Ja. Okay, das heißt, eigentlich ist jetzt schon klar, was wir machen den Tag über. Das heißt, die Valerie ist deine Geburtstagsfotografin. Ja. Deine Freunde sind alle da. Ja. Wir sehen alle gut aus, bis auf mich. Ach so, muss schon sagen. Ja, du jetzt auch nicht mehr mit 26. Das heißt, wir machen heute Fotos. Geburtstagsfotos. Erkunden Krakau und machen Geburtstagsfotos. Das ist cool. Dann nehme ich ein paar mehr Outfits mit und dann kann ich schon mal was vorproduzieren. Sehr gut, alles klar. Wir hier? Wir sind bei Mr. Pancake. Mr. Pancake! Und das Essen sieht unfassbar gut aus. Sieht so lecker aus. Yes. Bin echt gespannt. Also auf den freue ich mich richtig krass. Mit Schoko. Es ist auf jeden Fall Schoko-Overload, weil wir haben Oreo-Kekse, wir haben Schokoladensauce und wir haben Schokoladen-Pancakes. Das wird krass. Sehr gut. Wir hauen uns das nicht mal rein und sehen uns dann nachher. Fahrräder geliehen, aber es ist verboten, mit den Fahrrädern hier reinzufahren. Und wir stehen gerade vor dem Schloss Wawel. Das ist unglaublich, man fühlt sich so heimisch. Man versteht die Sprache, also ich. I've been trying my best for a while, trying to please everyone who's around me. I've been putting on my fake smile. Wir sind an der nächsten Location angekommen
Ich übernehme mal ein bisschen die Führung hier. Und ja, bin mal gespannt. Wir wollen hier zwei ein schönes Foto machen. Ich kann nicht reden. Das ist der Grund, warum Alina mit dabei ist. Dein Vater weiß Bescheid. Ich habe deinen Vater und Tisch um Segen gebeten. Ja, deine Mutter ist alle wissen Bescheid. Alle wissen wie. Ich glaube, das kann nicht mein Herz. Das nimm jetzt diesen Ring endlich! Wir haben schon Ja gesagt. Erstmal musst du gerade diskutieren. Oh mein Gott, ey. Oh, Babys. So, ihr seht unsere current situation hier. Alle sind so im Eimer. Und ich ebenfalls. Ich will mich gar nicht filmen, deswegen filme ich die anderen. Also, was soll ich euch erzählen? Ich bin geplättet von den ganzen Überraschungen, die mich hier so erwartet haben, und total glücklich, auch wenn ich gerade sehr unglücklich aussehe. Haben wir überhaupt gefilmt nach dem Antrag, Schatz? Kurz, ja. Kurz. Ich habe meinen Ring jetzt gerade nicht an, weil ich Angst habe, dass die Leute, weil ich, wenn ich Story mache, dass das jetzt jemand sieht, weil ich diesen Moment noch nicht öffentlich gemacht habe. Und ich noch nicht weiß, wann ich das mache. Ich muss erstmal selber so ein bisschen klarkommen. Ich glaube das alles noch nicht und ich glaube, ein richtiges Statement gebe ich morgen ab, wenn ich wach bin und es mal realisiert habe. Also wir gehen jetzt, glaube ich, alle schlafen. Die ganze Crew hier ist richtig fertig, weil die haben ja lange gelogen. Ne? Lügner seid ihr alle. Ziemlich gute. Ziemlich gute. Deshalb würde ich sagen, gute Nacht, ihr Lieben. Du hast die Machen vergessen. Wen denn? Deinen Verlobten. Oh, Schatz, komm. Nur ich bleib bei dir, ist okay? Ist okay. Tschüss.